Mit der While-Schleife können Sie praktisch alle möglichen Arten von Wiederholungen ausdrücken. Aber manchmal ist eine While-Schleife nicht so intuitiv, gerade wenn es um das Zählen geht oder um Veränderungen der Zählvariablen um einen konstanten Wert. Das kann man viel eleganter und besser mit der For-Schleife lösen. Ihr Aufbau sieht so aus. For ist wieder ein reserviertes Wort im Processing und dient als Einstieg in die For-Schleife. Der Ausdruck innerhalb der runden Klammern besteht jetzt aber aus drei Teilen. Init initialisiert einen Schleifenzähler. Der Schleifenzähler ist vergleichbar mit der Zählvariable der While-Schleife. Dann folgt die Bedingung und solange diese erfüllt ist, wird die Schleife ausgeführt. Das ist also genau gleich wie bei der While-Schleife. Und dann der dritte Teil ist das Update und dieses gibt an, wie sich die Zählvariable pro Schleifendurchlauf verändert. Innerhalb der geschwungenen Klammern stehen dann wieder die Anweisungen, welche pro Schleifendurchlauf ausgeführt werden. Das zuvor gelieferte Beispiel kann somit auch ganz einfach mit einer For-Schleife geschrieben werden. Schauen wir uns das gleich an. Sie sehen es jetzt hier als die vierte Möglichkeit. Die Initialisierung der Zählervariable wurde jetzt in den Init-Bereich verschoben, also gleich nach das Vorgestellt. Dabei kann man auch die Deklaration gleich in diesen Bereich schreiben. Wenn Sie das tun, achten Sie aber darauf, dass die Variable außerhalb der Schleife dann nicht verwendbar ist. Wenn Sie die Deklaration vor der Schleife schreiben und nur die Initialisierung in den Kopf der For-Schleife geben, dann ist die Variable auch nach der Schleife noch verwendbar. Die Bedingung selbst wird unverändert von der While-Schleife übernommen und das Hochzählen wird in den Update-Bereich geschrieben und aus der Schleife selber entfernt. Das Programm, wenn wir es jetzt starten, wird nach wie vor jetzt genauso richtig und korrekt ausgeführt. An diesem Beispiel sehen Sie aber auch, dass das Update des Zählers erst am Ende der Schleife durchgeführt wird, obwohl es eigentlich zu Beginn aufscheint. Wäre das nicht der Fall, hätten wir eine Verschiebung der gesamten Linien. Auch wenn es mehrere Arten von Schleifen gibt, kann für jedes Wiederholungsproblem sowohl eine For- als auch eine While-Schleife verwendet werden. Wie Sie gesehen haben, konnten wir unser Problem mit den Linien ja auch sowohl mit der For- als auch mit der While-Schleife lösen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wofür welche Schleifenart dann verwendet wird. Die For-Schleife wird gerne verwendet, wenn man weiß, wie oft die Schleife wiederholt wird, wenn Zählprobleme abgebildet werden sollen und wenn die Veränderung des Schleifenzählerwertes konstant ist. Auf einen Blick sehen Sie, welche Variablen angelegt werden, welche Bedingungen gelten müssen und wie die Variable verändert wird. Der Aufbau der Schleife hilft auch, das Hochzählen der Variable nicht zu vergessen. In der While-Schleife hingegen passiert das schnell einmal, dass auf die Zählervariable vergessen wird. Dafür sind While-Schleifen besonders geeignet, wenn die Anzahl der Wiederholungen nicht im Vornherein bestimmt ist und wenn keine Zählervariablen auftreten. Zum Beispiel, solange eine Userin das Programm nicht beendet, zeichne weiter. In diesem Fall gibt es keine Zählervariable. Die Bedingung ist abhängig von der Benutzerinteraktion. Mit einer While-Schleife ließe sich das vereinfacht wie folgt darstellen. While, Benutzer hat nicht Escape gedrückt, zeichne. Mit einer For-Schleife müsste man die Initialisierung und das Update auslassen. Also For, leer, Benutzer hat nicht Escape gedrückt, wieder leer und schließlich zeichne. Beide Schleifen sind also möglich. Aber die While-Schleife ist für dieses Problem dann doch intuitiver. Sie haben in diesem Video mit den Schleifen ein mächtiges Werkzeug zur Programmflusssteuerung kennengelernt. Dieses Wissen werden Sie in den weiteren Teilen dieses Kapitels noch vertiefen und mit visuellen Programmierbeispielen festigen. Viel Erfolg und vor allem viel Freude dabei!